Können Kindheit, Ruhm und das große Geld miteinander einhergehen? Und gibt es in dieser Gleichung überhaupt Glück? Die Namen dieser drei jungen Zauberer sind in der ganzen Welt bekannt geworden. Ihre Fans gehen in die Hunderttausende und die Tantiemen gehen in die Millionen. Aber was war der Preis für diesen enormen Erfolg in so jungen Jahren? Wie begannen die jungen Zauberer ihren Weg zum Ruhm? Und gelang es ihnen, sich von den verhängnisvollen Rollen zu befreien? Heute sprechen wir auf dem Biographer-Channel darüber, wer Emma Watson, Rupert Grint und Daniel Radcliffe wirklich sind. Was sie jetzt machen und was sie durchgemacht haben, um nicht länger Zauberer zu sein und unabhängige Schauspieler zu werden. Wenn sie noch nicht gelernt haben, wie man die Grenzen überschreitet, empfehlen wir ihnen, die Magie von YouTube zu nutzen, um sich in die magische Welt zu begeben. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen unter diesem Video und ich garantiere Ihnen, dass Sie eine fabelhafte Zeit haben werden. Emma Charlotte Duer Watson wurde am 15. April 1990 in Paris geboren. Ihr Vater Chris Watson war Engländer, ihre Mutter war die Französin Jacqueline Luesby. Sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter waren keine Künstler und arbeiteten als Anwälte. Einer Version zufolge erhielt das Mädchen den Namen zu Ehren ihrer Großmutter väterlicherseits, einer anderen zufolge zu Ehren eines guten Freundes der Familie. Als Emma 5 Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern. Chris Watson zog in sein Heimatland und damit die Kinder den Kontakt zu ihrem Vater nicht verloren, nahm Jacqueline, Emma und ihren jüngeren Bruder Alex mit und zog nach Oxford. Daher verbrachte Emma ihre Kindheit in 2 Häusern, da sie entweder bei ihrer Mutter in Oxford oder bei ihrem Vater in London lebte. Im Alter von 3 Jahren verliebte sich das Mädchen in das Theater und bereits mit 7 Jahren erhielt sie ihren ersten Preis für das Vortragen von Gedichten bei einem Schulwettbewerb unter Lesern. Ihr ganzes Leben lang strebte Emma nach Bildung und dem Erreichen von Zielen. In einem Interview mit GQ gab sie zu, dass sie mindestens 2 Dinge tun musste, um genügend Aufmerksamkeit von ihren Verwandten zu bekommen. Ein gutes Gespräch zum Abendbrottisch zu führen oder in der Schule gut zu sein. Daher wurde dies zu ihrem Ziel, da es am meisten geschätzt wurde. Darüber hinaus gab Emma zu, dass ihr Vater nicht wusste, wie man ein Mädchen erzieht. Sie wurde von Kindheit an wie eine Erwachsene behandelt. Er behandelte mich wie einen Jungen. Er machte keine Kindersachen. Wir spielten Tennis und er schlug den Ball genauso hart auf mich, wie er es mit jedem anderen tat, mit dem er spielte. Von 1995 bis 2001 besuchte Emma die Dragon School in Oxford, vergaß aber nie ihren Kindheitstraum. Als ihre Mutter ihren Wunsch erkannte, schickte sie Emma auf die Stagecoach Theater als Schauspielschule. Dort probierte das Mädchen die ersten Rollen aus und spielte sowohl die böse Hexe Morgana in King Arthur als auch die Schwalbe aus dem Stück The Swallow and the Prince, das auf dem Werk von Oscar Wilde basiert. Die Lehrer der Stagecoach-Schauspielschule erkannten das Potenzial des Mädchens und schickten ihre Mappe an den Manager, der mit der Auswahl der Schauspieler für die Rollen im ersten Potter-Film beauftragt war. Das Mädchen kannte die magische Welt von Harry Potter schon vor ihrem Casting. Als Emma 7 Jahre alt war, las ihr Vater ihr auf langen Autofahrten gerne Bücher vor und sie verliebte sich in diese Geschichte. Besonders Hermine gefiel ihr, weil sie sich in der Figur wiedererkennen konnte. I think Hermione has great charisma. You know, she's bossy, she's swotty, she's top of the class. You know, she's very, I know what I'm doing. And that is why she is so funny. And that is why her charisma and character is just so great. Genau wie die junge Zauberin las auch Emma sehr gerne. Als sie älter wurde, gründete sie sogar ihren eigenen Buchclub, in dem man Literatur über Feminismus und Menschenrechte las. Es ist schwer zu sagen, ob es nur Glück oder ihr Talent war, aber Emma bekam die Chance, sich für die Rolle ihrer Lieblingsheldin zu bewerben. Später gab die Schauspielerin zu, dass sie sich nicht sicher war, ob der gewählte Weg die Karriere war, die sie sich bewusst gewünscht hätte. Aber ich denke, ich will einfach sicher sein, dass es das ist, was ich will. Ich war so jung und ich glaube nicht, dass ich wirklich wusste, wie großartig das ist, wofür ich unterschreibe. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass das Mädchen im Alter von 9 Jahren eine große Rolle bekam. Natürlich war es keine bewusste Entscheidung. Außerdem konnte sie nicht wissen, welche Folgen das haben könnte. Aber es war diese Rolle, die das Leben des Mädchens veränderte und über Nacht wurde Hermine buchstäblich zu einer Berühmtheit. Der zukünftige rothaarige Zauberer wurde am 24. August 1988 in der Kleinstadt Harlow geboren. Die Eltern nannten ihren Jungen Rupert Alexander Lloyd Grint. Sein Vater, Nigel Grint, besaß einen Geschenkeladen. Seine Mutter, Joanna Parsons, führte den Haushalt und zog 5 Kinder auf, von denen neben Rupert 3 jüngere Schwestern des zukünftigen Schauspielers aufwuchsen. Georgina, Samantha, Charlotte und Bruder James. Als der Junge 12 Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden.
In der katholischen Grundschule, die nach dem heiligen Josef benannt war, interessierte sich der Junge für Amateuraufführungen, die er den jüngeren Kindern in seiner Familie zeigte. Der Junge begann sich ernsthaft für das Theater zu interessieren, schrieb sich an der Top Hat Stage School ein und nahm sogar an Schulproduktionen teil, darunter die Rolle eines Fisches in einem Stück über die Arche Noah. Im Gegensatz zu seinem Leinwandhelden wuchs Grint als sehr gehorsames Kind auf. Das Schlimmste, was ich getan habe, war wahrscheinlich eine Haarbürste und ein Billy Goats Gruff Buch aus einem örtlichen Geschäft zu stehlen. Ich glaube, ich bin mit der Absicht hineingegangen, etwas zu klauen, und ich muss in Panik geraten sein und habe mir die ersten beiden Dinge geschnappt, die ich sah. Ein Leben als Krimineller war eindeutig nichts für mich. Dann kam der Junge in die Richard Hale Secondary School in Herefordshire. Sein rotes, widerspenstiges Haar zog immer die Aufmerksamkeit auf sich. Sein Urgroßvater gab ihm den Spitznamen Copper Knob und seine Freunde in der Schule nannten ihn Ginge, kurz für Ginger. Wie Emma war auch Rupert schon vor dem Casting mit der Welt von Potter vertraut. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 3 Bücher geschrieben worden und Grint selbst war ein Fan der Abenteuer des jungen Zauberers. Besonders beeindruckt war er von dem rothaarigen Ron, in dem der zukünftige Schauspieler sich selbst wiedererkannte. Reading the book, he was always... I just always saw myself in him in quite a deep way. I think because he's just very real, I think he's... Als er also erfuhr, dass Schauspieler für die Verfilmung von Rowlings Roman gesucht wurden, beschloss der Junge, sein Glück zu versuchen. Der erste Versuch von Grint schlug fehl. Er erhielt keine Antwort. Aber Rupert gab nicht auf und ging die Angelegenheit auf eine sehr ungewöhnliche Weise an. Also dachte ich mir, dass ich nichts zu verlieren habe, wenn ich ein bisschen erfinderisch bin. Mein Video bestand aus 3 Teilen. Es gab einen Rap über mich selbst, ich verkleidete mich als Frau und machte einen kleinen Sketch in der Rolle meines Schauspiellehrers, dann las ich einen Dialog von Ron Weasley. Und das funktionierte. Der Junge erhielt eine Einladung zum Vorsprechen. Er wurde von rothaarigen Jungen auf der ganzen Welt beneidet und sein Leben war in seinen eigenen Worten unterteilt in die Zeit davor und danach. Daniel Jacob Radcliffe wurde am 23. Juli 1989 im Queen Charlotte's and Chelsea Hospital in Hammersmith, West London geboren. Er ist das einzige Kind von Marsha Janine Gresham und dem Literaturagenten Alan George Radcliffe. Schon in jungen Jahren zeigte Daniel sein Interesse an der Schauspielerei. Als er 5 Jahre alt war, nahm ihn seine Mutter zu einer Comedy-Aufführung mit. Er erinnerte sich daran, wie er sich zu ihr umdrehte und sagte, "Ich möchte Schauspieler werden." Woraufhin sie, eine ehemalige Schauspielerin, aus eigener Erfahrung antwortete, nein, das willst du nicht machen. Daniel hörte eine Zeit lang auf, darüber nachzudenken. Der Grund für diese kategorische Haltung seiner Mutter war die Besonderheit des Jungen. Daniel litt seit seiner Kindheit an Dyspraxie. Die Krankheit äußerte sich in Koordinationsproblemen, Sprachstörungen und Lernschwierigkeiten. Ich verstecke meine Krankheit nicht. Die meisten Menschen ziehen es vor, ihre Diagnose zu verbergen. Sie schämen sich dafür. Sie müssen das nicht tun. Ja, in meinem Schädel ist etwas schiefgelaufen, aber das ist nicht meine Schuld. Ich bin ein ganz passabler Mensch und meiner Meinung nach lebe ich ein vollwertiges Leben. Marsha arbeitete als Castingagentin für BBC-Produktion. Einmal gab es ein Vorsprechen für die Rolle des David Copperfield für BBC One und man bot ihr an, Daniel mitzubringen. Vielleicht kann er ein Vorsprechen haben, nur so zum Spaß hat er es versucht, sagte sie sich. So debütierte der Schauspieler 1999 im Alter von 10 Jahren in der zweiteiligen Verfilmung des Charles Dickens-Romans David Copperfield, in der er die Hauptfigur als Kind darstellte. Unmittelbar danach, im Jahr 2001, gab Daniel sein Spielfilmdebüt, Der Schneider von Panama, der auf dem Spionageroman von Jean Le Carré aus dem Jahr 1996 basiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits ein großer Regisseur für Daniel Radcliffe interessiert und das Schicksal bereitete bereits eine große Überraschung für den Jungen vor. Doch dazu später mehr. Seine Ausbildung rückte in den Hintergrund. Während dieser ganzen Zeit besuchte Daniel 3 unabhängige Schulen für Jungen in London. Radcliffe School, Sussex House School und die City of London School. Das lag an seiner Schauspielkarriere, die sich in rasantem Tempo zu entwickeln begann. Dadurch fiel es schwer zu lernen. Nach der Veröffentlichung seines nächsten Films begannen viele Klassenkameraden, den Jungen feindselig zu behandeln. Sie schikanierten ihn und waren eifersüchtig. Um welchen Film handelte es sich dabei? Ich glaube, viele haben es schon erraten. Es war nicht leicht, in die Welt von Harry Potter zu gelangen. Zu der Zeit, als die Zauberer für die Welt der Magie ausgewählt wurden, war das Buch ein großer Erfolg bei Kindern und Jugendlichen und deshalb gab es viele Leute, die beim Casting überzeugen wollten. Der 4. Teil der Reihe war in Vorbereitung und Rowling nahm ein Angebot von Warner Bros. Für die Verfilmung an, wobei sie eine Reihe von Bedingungen stellte, darunter die persönliche Kontrolle über die Auswahl der Schauspieler. Außerdem wurde verlangt, dass ausschließlich britische Schulkinder im Alter zwischen 9 und 11 Jahren für die Rollen ausgewählt werden. Das Vorsprechen erfolgte in mehreren Stufen.
Zunächst mussten die potenziellen Zauberer eine selbstgewählte Seite aus Harry Potter vorlesen. Danach sollten sie eine improvisierte Ankunft in der Zauberschule inszenieren und zum Schluss mehrere Seiten des Drehbuchs vorspielen. Daher war jeder der Teilnehmer gut vorbereitet. Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat sich Emma Watson gründlich auf das Vorsprechen vorbereitet. Gleichzeitig glaubte das Mädchen nicht zu Recht daran, dass sie die begehrte Rolle bekommen würde, denn sie musste sich mit Hunderten von Bewerbern um den Platz der Hermine Granger messen. Interessant ist, dass Watson auch von der Autorin des Kinderbuches über den Zauberer J.K. Rowling unterstützt wurde, denn sie mochte das Mädchen. Für die Dreharbeiten musste sich die junge Schauspielerin die Haare braun färben, da das Mädchen ursprünglich blond war. In einem Interview im Jahr 2014 sagte sie, dass sie ihrer Meinung nach ausgewählt wurde, weil sie von der Rolle der Hermine besessen war. Ich war völlig besessen und würde es immer und immer wieder tun. Wenn man im ersten Harry Potter Film genau hinschaut, kann man in einigen Szenen sehen, wie ich Harrys und Rons Texte und meinen eigenen nachspreche, weil ich einfach so war. Ich war verrückt. Rupert war ebenfalls auf dem Laufenden und kannte das gesamte Potter-Buch auswendig. Deshalb durchlief er auch die nächsten Castingphasen ziemlich schnell. Wie sein Held hat der Schauspieler übrigens schreckliche Angst vor Spinnen. Es heißt, er konnte sich deshalb den zweiten Teil von Potter nicht ansehen. Er ist ein einzigartiger Künstler und kann innerhalb von 60 Sekunden einen soliden Eindruck erwecken. Die Auswahl eines Schauspielers für eine Schlüsselrolle war schwieriger. Rowling suchte einen unbekannten britischen Schauspieler, der den Jungen spielen sollte, und er musste blaue Augen haben. Es hat 9 Monate gedauert. 16.000 Bewerber wurden bis zu diesem Zeitpunkt für die Rolle des Harry ausgewählt, aber niemand passte. Das ging so weit, dass man am Set zu scherzen begann und sagte, wir werden einen Film ohne Harry Potter drehen. Der Regisseur des Films, Chris Columbus, erinnerte sich, dass er dachte, das ist es, was ich will. Das ist Harry Potter, nachdem er ein Video von dem jungen Schauspieler in David Copperfield gesehen hatte. Anfänglich waren Daniels Eltern dagegen und Produzent David Heyman musste sich sehr anstrengen, um sie davon zu überzeugen, seinen Sohn zum Vorsprechen gehen zu lassen. Nach mehreren Vorsprechen wurde Radcliffe schließlich für die Rolle ausgewählt. J.K. Rowling unterstützte diese Wahl mit den Worten, ich glaube nicht, dass Chris Columbus einen besseren Harry hätte finden können. Ich empfand 2 Emotionen, als ich von der Rolle erfuhr. Zuerst habe ich geweint, weil ich so glücklich war. Und dann, ein paar Stunden später, wachte ich mitten in der Nacht auf, rannte zu meinen Eltern ins Schlafzimmer und fragte, ob ich geträumt hätte. Nachdem sie das Casting erfolgreich absolviert hatten, wurden die drei einander vorgestellt. Es waren diese drei, die in den nächsten 12 Jahren am Set zusammenarbeiten, harte Arbeit und viele Eindrücke verarbeiten sollten. Sie sollten sich gegenseitig unterstützen und am Ende eine Familie werden. Unmittelbar nach der Zusage der künftigen Zauberer wurde das Gruppenfoto des Trios aufgenommen und anschließend mit der Nachricht, dass die Kandidaten ausgewählt worden waren, ins Internet gestellt. And got the first part I ever auditioned for. I mean, it's like, it's so bizarre and otherworldly what happened to me. Zunächst wurde nur für die ersten beiden Filme ein Vertrag mit den jungen Schauspielern abgeschlossen und deshalb musste die Filmcrew die Arbeitsbedingungen der Jungs ständig überprüfen. Die Dreharbeiten waren intensiv, verliefen aber recht ruhig. Chris Columbus unterstützte die jungen Schauspieler und vor allem Daniel sehr. Sie hatten genügend Freizeit, während die Vorbereitungen getroffen und Szenen mit anderen Schauspielern gedreht wurden. Dan sagte mehr als einmal, dass Columbus die perfekte Besetzung sei, da er gut mit Kindern arbeiten und sie begeistern könne. He was amazing with us. Like, I don't think anybody else could have got the enthusiasm out of those three kids. Natürlich wurde dabei auch viel Schabernack getrieben. Daniel machte sich über die Kamera lustig, schnitt Grimassen und veranstaltete auch Streiche am Set. So nahm er zum Beispiel das Handy von Co-Star Robbie Coltrane und veränderte es so, dass alle Nachrichten auf Türkisch waren. Dan, say, I can't look at you right now. I'm looking at the grass. Grass is more important than camera. Go away. Einmal erschreckte Dan die Crew der Maskenbildner, als er mit blutigen Pflastern im Gesicht zum Set kam und behauptete, er habe sich am Vortag geprügelt. Auch Rupert Grint erinnerte sich mit Bewunderung an seine erste Dreherfahrung. Als ich zum ersten Mal die große Halle betrat, war das absolut unglaublich. All diese Effekte mit all den Kerzen, die in der Luft schwebten, alle angezündet und alles. Das Essen auf dem Tisch, alle Fackeln waren an. Es war einfach unglaublich. Es war das Erstaunlichste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Während der ersten beiden Filme wurde Emma wegen ihrer Fähigkeit, ihre Szenen in einem Durchgang zu spielen, One Take genannt. Das Mädchen war so leidenschaftlich bei der Arbeit, dass sie nicht nur ihre Rolle, sondern auch die Worte ihrer Kollegen lernte. Die Tatsache, dass sie im Rahmen des Films den Text der anderen Kinder sprach, bereitete dem Betreiber einige Schwierigkeiten. This is actually quite traumatic for me, because I created issues because of this. Oh, really? Yes. What issues? I would ruin takes. Chris would be like, cut, Emma, you're doing it again.
Grint wusste anfangs nicht, wie er sich in der Rolle verhalten sollte. Seine Aufgaben fielen ihm nicht leicht und es fiel ihm schwer, die Szene in einem Take zu spielen. Sie nannten mich Go-Again Grint, weil ich nie etwas tun konnte, ohne etwa 20 Mal zu wiederholen, gestand der Schauspieler. Außerdem konnte sich Grint bis zu den letzten Filmen das Lachen in ernsten Szenen nicht verkneifen, zum Beispiel bei der Beerdigung von Dumbledore. Me and Dan were notoriously pretty bad. I mean, it was ever we kind of had a scene together. Am 4. November 2001 fand die Premiere des Films Harry Potter und der Stein der Weisen statt, die von Tausenden von J.K. Rowlings Fans in aller Welt erwartet wurde. Der Film brach die Rekorde für einen Tag an den Kinokassen in den Vereinigten Staaten und wurde sowohl von den Zuschauern als auch von den Kritikern mit Begeisterung aufgenommen. Viele schätzten die Verkörperung von Rowlings Helden sehr. John Hiscock vom Daily Telegraph lobte zum Beispiel den wunderbaren Radcliffe und die großartigen Leistungen von Grint und Watson. Jay Bowyer vom Orlando Sentinel bezeichnete die Besetzung des Films als auf den Punkt gebracht und hob sowohl die Kinderdarsteller als auch die herausragenden und großartigen Erwachsenendarsteller hervor. Der New Yorker bezeichnete die jungen Schauspieler als glaubwürdig, insbesondere Emma Watson. Der Film spielte $1 Milliarde ein, wurde dreimal für den Oscar nominiert und erhielt eine ganze Reihe renommierter Auszeichnungen. Im Jahr 2002 kam der Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens in die Kinos. Das Studio musste den Film schnell drehen, weil die Kinder immer größer wurden. Der Film gewann den Broadcast Music Incorporated Film and TV Award für den besten Familienfilm und spielte $878 Millionen ein, eine beachtliche Rendite. Das Leben der Kinder änderte sich nach den Dreharbeiten zu Potter, aber ihre Eltern versuchten alles zu tun, damit die Kinder nicht an den Folgen des Starrummels litten. In einem Interview gab Watson zu, dass sie immer noch Hausarbeiten erledigen und auf ihren jüngeren Bruder aufpassen musste. Die Eltern versuchten sie so bescheiden wie möglich zu erziehen und selbst nachdem ihr Name bekannt geworden war, versuchten sie beide Kinder gleich zu behandeln. Das größte Kompliment, das ich je bekommen habe, wenn ich mich auf eine Premiere oder was auch immer vorbereite, ist, dass ich mich gut zurechtmache, sagte sie. Vielleicht war es dieser Erziehungsansatz, der dazu führte, dass es 2 Jahrzehnte lang keinen einzigen Skandal mit der Schauspielerin gab. Die Verfilmung von Rowlings Werk war ein solcher Erfolg, dass die Macher beschlossen, zusätzlich zu den ersten beiden Filmen 6 weitere zu drehen. Die Hauptfiguren wurden schnell zu Berühmtheiten. Die Presse stand vor unserem Haus. Es war wie ein verrückter Ansturm, wie in einem Film. The cameras, the flashing, it was just scary. It was. Did a lot of people stop you and ask you for your autographs? Yes, that's weird. Grint erinnerte sich daran, wie die ersten Tage des Ruhms ihn inspirierten. Er spürte dies zum ersten Mal, als er nach den Dreharbeiten zum ersten Film zu seinen Prüfungen in die Schule zurückkehrte und die ganze Klasse ihn mit stehenden Ovationen begrüßte. Damit endete die Kindheit der Schauspieler. Fast 11 Monate im Jahr waren sie am Set beschäftigt und zwischen den Dreharbeiten versuchten sie zu lernen. Die Verwirklichung des dritten Films wurde jedoch für einige Zeit verschoben. Daniels Eltern wollten, dass ihr Kind wenigstens eine Zeit lang zur Schule gehen und wie ein normales Kind lernen konnte. Zu diesem Zweck wurden den Kindern 4 Stunden pro Tag zum Lernen zugewiesen. Allerdings war es nicht möglich, das Lernen mit der Arbeit zu verbinden. Radcliffe setzte seine Ausbildung durch Tutoren am Set fort. Der Schauspieler hat zugegeben, dass er kein besonders guter Schüler war, die Schule für nutzlos hielt und die Arbeit wirklich schwierig fand. Später im Jahr 2006 erreichte Daniel in den 3 AS-Level-Prüfungen, die er ablegte, 1er-Noten, entschied sich aber, eine Pause von der Ausbildung zu machen und besuchte keine Universität. Grint fand das Schulprogramm ebenfalls sehr schwierig, aber Emma schlug sich recht gut. Um Schauspielern zu können, wechselte die Schauspielerin auf die Haddington School for Girls, die sich aus der Ferne absolvierte. Jeden Tag paukte sie 5 Stunden lang den Lehrplan. Und 2006 erhielt sie ein Zeugnis mit lauter 1er. Im Jahr 2008 beschloss Emma, ihre beruflichen Qualifikationen zu verbessern und absolvierte einen Sommerschauspielkurs an der Royal Academy of Dramatic Art in London. Der nächste Schritt war die Aufnahme an der Brown University, wo sie einen Bachelorabschluss in englischer Literatur erhielt. Nach den Dreharbeiten zum 5. Teil von Harry Potter wurde die Dreifaltigkeit so berühmt, dass sie die Ehre hatte, ihre Hand- und Fußabdrücke auf der berühmten Avenue of Stars in Hollywood zu hinterlassen. Doch zur gleichen Zeit ging den jungen Zauberern die Luft aus. Vor den Aufnahmeprüfungen für die Universität gab es Gerüchte, dass Emma nicht im 6. Teil der Saga mitspielen würde. »Ich wollte nicht für die nächsten 3 Jahre komplett von den Dreharbeiten abhängig sein«, sagte sie in einem Interview. Die Vertreter von Warner Bros. Konnten sie aber dennoch zum Bleiben überreden. Sie sagen, dass die Höhe der Gage der Schauspielerin und die große Unterstützung der Fans dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Rupert Grint erzählte etwas Ähnliches. Nach den Dreharbeiten zu Harry Potter und der Feuerkelch zweifelte der Schauspieler, ob er weitermachen sollte. Ich dachte, will ich das wirklich weitermachen? Denn offensichtlich ist es ein großes Opfer. Man hält es für selbstverständlich, anonym zu sein, ganz normale Dinge zu tun, einfach auszugehen. Alles war anders und ein bisschen beängstigend. Es gab Zeiten, in denen ich dachte, ich bin fertig. Es wurde nicht einfacher.
Eine der schwierigsten war die Verfilmung von Rowlings letztem Buch Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, die aus zwei Teilen bestand. Der Regisseur David Yates brachte die Schauspieler in eine ziemlich angespannte Lage. Ständiger Schlafmangel aufgrund eines vollen Terminkalenders, Erschöpfung und Dreharbeiten unter schwierigen Bedingungen. In vielen Szenen mussten Watson und Grint nass sein und frieren. Als das Mädchen Yates von ihren Problemen erzählte, versicherte der Regisseur ihr, dass ihr abgemagerter Zustand vor der Kamera gut aussehen würde. Es gab Tage, an denen ich David gegenüber in Tränen ausbrach, denn die ganze Zeit zu frieren und nass zu sein, raubt einem so viel Energie. Es ist so kräftezehrend. Und wenn man versucht, eine gute Leistung abzuliefern, wenn man sich einfach nur elend fühlt und am liebsten schlafen gehen würde. Die Szene, in der Harrys Freunde einen Zaubertrank trinken, um zu optischen Klonen von ihm zu werden und ihn zu beschützen, hat ganze 95 Takes gebraucht. Erschwerend kam hinzu, dass Daniel Radcliffe die Bewegungsabläufe der einzelnen Schauspieler imitieren musste, um die Szene glaubhafter zu gestalten. Grint gab auch zu, dass die Dreharbeiten manchmal zu schwierig waren. Es gab eine Zeit, in der es sich ziemlich erdrückend anfühlte, weil es sehr anstrengend war, weil es am Ende 10 Jahre lang jeden Tag war. Es war eine großartige Erfahrung, aber manchmal fühlte es sich an wie, ich möchte etwas anderes machen, ich will sehen, was es da draußen noch gibt. Grint, Radcliffe und Watson sind sich sehr nahe gekommen, weil sie diese Erfahrung gemeinsam gemacht haben. Wenn das Trio jedoch nicht am Set war, hingen sie nur selten zusammen ab. Trotz ihrer gemeinsamen Zuneigung zueinander brauchten sie nach der Fertigstellung eines jeden Films eine dringend benötigte Auszeit. Übrigens haben die drei nach den Dreharbeiten ein paar Erinnerungsstücke als Andenken an eine großartige Zeit ihres Lebens erhalten. So gab Watson zu, dass sie den Zauberstab, das Zeitrad und den Umhang mitgenommen hat. Radcliffe nahm seine Brille, seinen Zauberstab und viele andere Hogwarts-Utensilien mit. Grint verhielt sich anders. Er stahl nach und nach interessante Utensilien am Set. Zum Beispiel die Hausnummer der Dursleys oder das goldene Drachenei, dessen Wert auf mehrere tausend Dollar geschätzt wurde. Das Ei musste allerdings zurückgegeben werden. Gut, Rupert war in seinem Element. Und welches Requisit aus den Dreharbeiten würden Sie gerne mitnehmen? Schreiben Sie darüber in den Kommentaren. Die interessantesten Vorschläge werden uns bestimmt gefallen. Die berühmte Filmreihe brachte den jungen Schauspielern Ruhm und Geld ein. Aber wie üblich hatte es auch negative Folgen. Die Dreharbeiten nahmen fast ihre gesamte Freizeit in Anspruch, sodass die Schauspieler praktisch keine Kindheit mehr hatten und gezwungen waren, einen großen Teil ihres Privatlebens zu opfern. In einem Interview mit der Vogue erzählte Emma, dass einer der Filme der Reihe sie in einem intimen Moment verwirrt hat. Einer der Filme lief im Hintergrund im Fernsehen und das war der Schauspielerin unangenehm. Alles, was ich höre, ist die Harry Potter Titelmelodie, während ich jemanden küsse und ich frage mich, soll ich es ausschalten? Soll ich das einfach ignorieren? Denkt er darüber nach? Denke nur ich an das hier? Vielleicht weiß er nicht, wie sich die Harry Potter Titelmelodie anhört. Vielleicht liegt es nur an mir. Das Ganze verlief auch nicht ohne die Belästigung durch Paparazzi, die die jungen Zauberer Tag und Nacht beobachteten, um alle Details ihres privaten und beruflichen Lebens zu erfahren. Daniel fand sogar einen Weg, mit ihnen umzugehen. Eine Zeit lang trug er die immer gleiche Jacke und Mütze, damit die Paparazzi keine neuen Fotos machen konnten. Harry Potter beeinflusste auch das restliche Leben der Schauspieler. It was a very kind of overwhelming time. Just suddenly everything changed, and then after that nothing was ever the same. Scharen von Fans verfolgten die Kinder, die für die Zuschauer zur lebenden Verkörperung eines Traums wurden. Später gab Emma zu, dass sie immer noch Angst hatte, auf der Straße spazieren zu gehen oder mit dem Zug zu fahren. Daniel erklärte, dass manche Leute ihn nie von der Harry Potter-Figur trennen könnten. Er sagte jedoch, er sei stolz darauf, für immer mit dieser Filmreihe verbunden zu sein. Daniel litt am meisten unter dem Ruhm. Während der Arbeit am letzten Teil der Saga wurde er stark alkoholabhängig. Dabei trank der Schauspieler sowohl während der Dreharbeiten als auch nach deren Ende. Daniel sagte, dass er aus einem ganz banalen Grund zu trinken begann. Er konnte den Ruhm nicht ertragen, der ihm zuteil wurde. Jeder seiner Schritte wurde beobachtet und um mit der ständigen Anspannung fertig zu werden, fing er an, viel zu trinken. Ein Gefühl der Verantwortung kam hinzu, denn als Heiligtümer des Todes herauskam, war er der Ernährer der Familie geworden. Er spürte die Ungewissheit der Zukunft, da sich die Saga ihrem Ende näherte. Gleichzeitig wurde er von Panik ergriffen, da der Schauspieler überhaupt nicht wusste, wie es weitergehen sollte, aber er fühlte sich nur wohl, wenn er betrunken war. Zuerst dachte ich, es wäre schlecht, wenn ich mich betrinken würde. Ich hatte Angst vor dem gesteigerten Interesse, weil es nicht nur ein betrunkener Kerl ist, sondern, oh, Harry Potter hat sich in einer Bar betrunken. Das weckte bei den Leuten ein wenig spöttisches Interesse. Sie waren amüsiert. Um damit fertig zu werden, trank ich noch mehr, wurde noch betrunkener und das ging über mehrere Jahre so weiter. Aber man muss Daniel zugestehen, dass er sich am Set stets höflich verhielt, ohne Anzeichen von Starallüren. Radcliffe erwies sich als äußerst zuverlässiger Schauspieler und nahm sich während der gesamten 10-jährigen Dreharbeiten nur 2 Tage frei.
Aber der offensichtliche Vorteil der Teilnahme an der Filmreihe war natürlich, dass die jungen Schauspieler keine Angst vor Armut haben mussten. Emma Watson verdiente mit allen 8 Filmen 80 Millionen Dollar. Während ihre Gage für die ersten 4 Harry Potter Filme nicht bekannt ist, berichtet Celebrity Net Worth, dass Watson 2007 4 Millionen Dollar für Harry Potter und der Orden des Phönix und insgesamt 30 Millionen Dollar für die letzten beiden Harry Potter Filme, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 in den Jahren 2010 und 2011 erhielt. In einem Interview gab Emma zu, dass sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr nicht wusste, wie viel sie an den Harry Potter Filmen verdiente. Ihr Vater erzählte ihr davon, als er der Meinung war, dass das Mädchen alt genug war. Zuvor hatte sie nur 75 Dollar pro Woche als Taschengeld bekommen. Beim dritten oder vierten Film wurde es langsam ernst mit dem Geld. Ich hatte keine Ahnung, ich fühlte mich schlecht, sehr emotional. Nachdem sie ihr wahres Einkommen erfahren hatte, konnte Watson ihre ersten größeren Ausgaben tätigen. In einem Interview aus dem Jahr 2009 erinnerte sie sich daran, dass sie sich einen Laptop kaufen konnte, mit ihrem Vater in die Toskana in Urlaub fuhr und sich später ein Auto kaufte. Ich habe letztes Jahr meinen Führerschein gemacht und ich liebe den Prius, auch wenn meine Freunde sagen, er sei hässlich. Sie sagen, ich fahre einen Ziegelstein. Und um ehrlich zu sein, ist er nicht das schönste Auto auf der Straße, aber er ist gut für die Umwelt. Es ist vernünftig und langweilig. Wie ich. Rupert Grint bekam etwas weniger als Emma. Insgesamt verdiente er für 8 Filme 60 Millionen Dollar. Aber im Gegensatz zu der Schauspielerin machte er sich weniger Gedanken darüber, wie er sein Erspartes ausgeben sollte. In einem der Interviews gab er zu, dass er nicht wusste, was er mit diesem Geld anfangen sollte. Es war ziemlich überwältigend, sagte er. Ruperts erste Anschaffung war ein Eiswagen, von dem er seit seiner Kindheit geträumt hatte. In einem der Interviews gab er zu, dass er immer noch regelmäßig in der Nachbarschaft herumfährt und kostenlos Eis an Kinder verteilt. Sie werden sagen, bist du nicht Ron Weasley? Und ich sage, seltsam, das werde ich oft gefragt. Die zweite Anschaffung des jungen Schauspielers war ein Hovercraft, das er nie beherrschte und zugab, dass er einmal fast dabei gestorben wäre. Als er 16 wurde, kaufte er sich einen Bauernhof, einen richtigen Bauernhof mit einem See, einer Schweineherde und einem Golfplatz. Ich hatte Alpakas, Schweine, das war eine große Sache mit 16. Es war das reinste Chaos. Alpakas sind verrückt. Jetzt im Nachhinein, wenn ich es rückblickend betrachte, schätze ich, dass ich einfach so dumme Dinge getan habe. Kollegen, die ihn sehr gut kennen, waren jedoch nicht überrascht von Ruperts Käufen. Basically has done, you know, with his money what the rest of us would have done with our money when what we said we'd all do when we were seven, you know, and just have a kind of really Wonka house. I'm really happy. I'm really pleased about that. We always make jokes about Rupert, like, because we always think he's sort of, he is living the dream, and we always say he gets out of bed, just into the water flume, down to the breakfast table. That's how he sort of travels around his house. Daniel verdiente am meisten. Seine Gesamteinnahmen beliefen sich auf etwa 109 Millionen Dollar. Später gab der Schauspieler zu, dass er nicht gerne mit Geld um sich wirft und nicht viel Wert auf sein Geld legt. Dem Belfast Telegraph sagte er, dass er mit seinem Geld sorgsam umgehen wolle, damit er sich die Rollen frei aussuchen könne, die ihm gefielen. Denn Geld bedeutete ein erhebliches Maß an Freiheit. Ich will all den Leuten, die meine Karriere verfolgt haben, etwas geben, das sie interessiert, anstatt dass sie mir nur dabei zusehen, wie ich für den Rest meines Lebens eine Menge Geld mit beschissenen Filmen verdiene. Radcliffe gab seine Ersparnisse vor allem für Immobilien und seine Sammlung zeitgenössischer Kunst aus, da er der Meinung war, dass diese Kunst es wert sei, eine runde Summe auszugeben. Eine speziell angefertigte Savoie-Matratze für 12.500 Pfund ist seine ungewöhnlichste Anschaffung. Doch die Reihe Harry Potter ging zu Ende und es war Zeit, weiterzuziehen. Neben den Dreharbeiten zu Harry Potter versuchte Emma auch nebenbei zu arbeiten. Im Jahr 2005 begann sie ihre Karriere als Model. Das erste professionelle Fotoshooting eines 15-jährigen Mädchens war ein Shooting für die Zeitschrift Teen Vogue. Ihr Foto zierte das Cover der November-Ausgabe. 2007 wurde Emmas erster Nicht-Potter-Film, Ballet Shoes, veröffentlicht. Es handelte sich um eine Fernsehverfilmung des Romans von Noelle Stratfield. Hier bekam die junge Schauspielerin eine der Hauptrollen, die kleine Waise Paulina Fossel, die zusammen mit ihren Stiefschwestern versucht, mit Hilfe ihres Talents zu überleben. Das lyrische Drama unter der Regie von Sandra Goldbacher wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. Auf Rotten Tomatoes wurde der Film mit 10 von 10 Punkten bewertet und Wayne Myers von The Oneida Daily Dispatch nannte ihn einen liebenswerten Film von der Art, wie sie heutzutage andernorts häufiger zu sehen ist als in Hollywood. Und lobte die Leistung von Page, Watson, Boynton und Nickel. Danach begann eine Reihe von Liebesbeziehungen. Die erste Person, mit der Watson gesehen wurde, war der britische Fernsehmoderator Francis Boole, der das Mädchen jedoch bald wegen ihres Alters verließ. Es folgte Emmas erste ernsthafte Romanze mit dem britischen Finanzier Jay Barrymore. Das Paar war ein Jahr lang zusammen und trennte sich dann wegen der großen Entfernung. Der volle Terminkalender der Schauspielerin machte es unmöglich, viel Zeit miteinander zu verbringen.
Im Jahr 2009 war sie mit dem spanischen Musiker Rafael Serrián zusammen, aber nach einem halben Jahr trennte sich das Paar. Außerdem wurde Emma das Gesicht der Herbst-Winter-Kollektion 2009-2010 von Burberry und 6 Monate später der Frühjahr-Sommer-Kollektion. Übrigens unterstützt Emma den ökologischen Ansatz bei der Herstellung von Kleidung. Aus diesem Grund schloss sie einen Vertrag mit der Marke Peopletree ab, wonach das Mädchen die Marke beim Design der Frühjahrskollektion beriet. Die Kollektion wurde im Februar 2010 mit Begeisterung aufgenommen. Ich werde für jeden kostenlos arbeiten, wenn er bereit ist, seine Kleidung fair zu handeln und biologisch zu produzieren. Es ist wirklich schwer, die Leute dafür zu begeistern, aber ja, es ist definitiv etwas, für das ich mich einsetzen möchte. Am Set einer der Werbekampagnen lernte sie den Leadsänger der Gruppe One Night Only, George Craig, kennen, der auch Model war. Emma wurde seine Muse und spielte sogar in seinem Video für den Song Say You Don't Want It mit. Doch die Liebe hielt nur wenige Monate, weil sie nach Ansicht der jungen Leute zu unterschiedlich waren. 2011 kam das Drama My Week with Marilyn in die Kinos, in dem Emma eine Cameo-Rolle bekam, die Assistentin von Lucy. Aber selbst in einer kleinen Rolle waren das Wachstum und die Reifung der Schauspielerin spürbar. Gleichzeitig wurde die Schauspielerin das neue Gesicht von Lancôme und erhielt bei der Verleihung der Elle Style Awards die Auszeichnung Style Icon. Für Emma ist Mode eine Möglichkeit, für jedermann sich auszudrücken. Mode hilft uns, unsere Identität zu formen. Was wir tragen, spiegelt wider, wer wir sind und für welche Werte wir stehen. Im darauffolgenden Jahr konnte der Zuschauer das Mädchen in dem Film Vielleicht lieber morgen unter der Regie von Steven Chbosky sehen. Die Geschichte handelte von einem schüchternen und unbeliebten Protagonisten, der versucht, sich zu sortieren und neben der Hauptfigur namens Sam auch echte Freunde und seine Liebe zu finden. Why do I and everyone I love pick people who treat us like we're nothing? Die Dreharbeiten für das Drama wurden zu einer der schwierigsten in der Karriere einer jungen Schauspielerin. Trotz der großen Fangemeinde waren die Filmstudios nicht sehr erpicht darauf, den Film zu finanzieren. Damit der Film gedreht werden konnte, musste Emma nach Los Angeles fliegen und den Film selbst präsentieren und für seine Umsetzung eintreten. Außerdem hatte sie nur 6 Wochen Zeit, um das Material zu erstellen. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange und so hart gearbeitet, aber es hat offensichtlich auch am meisten Spaß gemacht. Wir haben viele Nachtdrehs gemacht und nach den Dreharbeiten hat man so viel Adrenalin im Körper, dass es ein paar Stunden dauert, bis man zur Ruhe kommt, obwohl es schon 4 Uhr morgens ist. Der Film gewann den Independent Spirit Award für den besten Debütfilm und wurde vom US National Board of Film Critics zu einem der 10 besten Filme des Jahres gekürt. Während der Dreharbeiten begann Emma eine Affäre mit Johnny Simmons, der eine Nebenrolle spielte. Die Beziehung fesselte das Mädchen so sehr, dass sie ihren Eltern den neuen Freund vorstellte. Doch diese Beziehung hielt nicht länger als ein Jahr. Der Grund für die Trennung war der Entschluss des Mannes, nicht nach England zu ziehen. Während eines kurzen Studienaufenthalts in Oxford begann das Mädchen die 2. ernsthafte Romanze in ihrem Leben, die 2 Jahre dauerte. Diesmal war es der Musiker Will Adamovic, mit dem sie erstmals im April 2012 gesehen wurde. Trotz Gerüchten über eine Verlobung und eine bevorstehende Hochzeit trennte sich das Paar. Der Grund dafür war der gleiche enge Zeitplan von Emma und die Tatsache, dass sie nicht viel Zeit miteinander verbringen konnten. 2013 kam Sofia Coppolas Kriminaldrama The Bling Ring in die Kinos, in dem die Schauspielerin die Rolle einer selbstbewussten Diebin spielte. Emma ging mit der Rolle verantwortungsbewusst um. Sie hatte eine kleine Rolle in dem Film, in der sie an einer Stange tanzte und nahm deshalb während eines kurzen Studienaufenthalts am Worcester College der Universität Oxford samstags Pole Dancing Unterricht. Das Mädchen gab zu, dass es trotz ihrer Tanzerfahrung nicht leicht für sie war, die Stange zu erobern. Am Anfang war ich unglaublich ungraziös. Die Kraft des Oberkörpers und der Körpermitte, die man braucht, um es anmutig zu tun, ist verrückt. Ich ziehe meinen Hut vor den Frauen, die das können. Obwohl der Film im Allgemeinen gemischte Kritiken erhielt, wurde Watsons Leistung von den Kritikern fast einstimmig gelobt. Adam White von The Independent erklärte später, dass sie wunderbar war. Watson strahlt lässige Verachtung aus. Come on. Where do you want this? Hi, the kitchen. Okay, back to work. Darüber hinaus trat das Mädchen in der Katastrophenkomödie This is the End auf, in der sie sich selbst spielte. Als nächstes übernahm sie die Rolle von Noahs Adoptivtochter in Darren Aronofskys Film Sie werden es nicht glauben, aber Noah. Die Haltung des Regisseurs gegenüber dem Umweltschutz führte zu Emmas schwerer Krankheit. Darren verbot strikt die Verwendung von Plastikflaschen am Set. Alles, was die Schauspieler benutzten, musste organisch oder recycelbar sein. Um 5 Uhr morgens, wenn man erschöpft ist und im Delirium liegt, keine Wasserflaschen am Set zu haben, war nicht ideal. Eines Morgens war ich so müde, dass ich einen Becher aus meinem Wohnwagen nahm und das abgestandene Wasser trank, das dort schon 3 Monate lang gestanden hatte. Ich war so krank.
Und wieder wiederholte sich die Geschichte. Als die Schauspielerin dem Regisseur mitteilte, dass sie die Dreharbeiten nicht mehr fortsetzen könne, beschloss Aronofsky, die Situation auf seine Weise zu nutzen, indem er antwortete: „Nutzen Sie es für die Szene." Außerdem bat die Schauspielerin darum, ein Kostüm für sie zu nähen, das eine Schwangerschaft in Bezug auf Gewicht und Empfindung imitieren sollte. Es gab entsprechende Szenen im Film. Wie sie später zugab, vermittelte ihr diese Erfahrung eine neue Perspektive auf die Mutterschaft. „Ich habe großen Respekt vor Frauen, der Mutterschaft und dem, was sie tun", sagte sie. Zur gleichen Zeit gewann das Mädchen die Bad British Style-Nominierung der British Fashion Awards. Bei der Verleihung gab sie zu, dass ihr Idol und Vorbild in der Modewelt Elizabeth Taylor sei. Emma gewann auch die Britannia Awards für den britischen Künstler des Jahres. Sie widmete den Preis ihrem Hamster Millie, der starb, während die Schauspielerin am Set von Harry Potter und der Stein der Weisen drehte. Emma positioniert sich selbst als Feministin. Sie kam zu dieser Entscheidung, nachdem sie afrikanische Länder besucht hatte, wo sie sich mit Bildung beschäftigte. You devote so much time and effort and energy to it. Like, where does that come from? I think I've always been this way, and I don't know why. Without this part, honestly, it's got to the point it renders everything else that I do meaningless. It just feels empty otherwise. I can't. I feel uncomfortable taking up as much space as I'm taking up and not speaking about any of this stuff. It just doesn't feel right. Seit 2014 ist Watson Goodwill-Botschafterin für UN Women. Einige Monate später rief sie He for She ins Leben, dessen Kern der Kampf für die Gleichstellung von Männern und Frauen ist. Dabei setzte sie sich, wie die Schauspielerin selbst sagte, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer ein, die unter Geschlechtsstereotypen und sozialem Druck leiden. Aus einer Rede zur Eröffnung der UN-Kampagne He for She: „Sowohl Männer als auch Frauen haben das Recht, verletzlich zu sein. Beide, Männer und Frauen, haben das Recht, stark zu sein. Es ist an der Zeit, dass wir alle das Geschlecht als ein Spektrum wahrnehmen und nicht als zwei gegensätzliche Ideale." Im Jahr 2015 kamen zwei Filme mit Emmas Beteiligung in die Kinos. Der Thriller Regression von Alejandro Amenábar und das romantische Drama Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück von Florian Gallenberger. Beide Filme waren nicht die erfolgreichsten in der Karriere der Schauspielerin und erhielten von der Filmkritik überwiegend negative Kritiken. Übrigens ist Watson dafür bekannt, dass sie Nacktheit und Bettszenen am Set ablehnt. Deshalb werden für die entsprechenden Aufnahmen Zweitbesetzungen genommen. Später tauchte eine unerwartete Figur auf der Liste der Verehrer des Mädchens auf. Im selben Jahr begannen alle Medien, über Emmas heimliche Beziehung zu Prinz Harry zu berichten. Angeblich hatte der Prinz seine Freunde gebeten, ihm ein Mädchen vorzustellen. Und auf der Party flirtete er den ganzen Abend mit Emma und sah verliebt aus. Die Schauspielerin stritt jede Verbindung mit dem Thronfolger ab. Emma ging bald darauf mit dem Princeton-Absolventen William Knight aus. Diese Romanze mit einem der Manager von Silicon Valley dauerte etwas mehr als 2 Jahre. 2016 nahm Watson an der Kampagne Lean In Together teil. Gemeinsam mit anderen berühmten Schauspielerinnen, Sportlerinnen und Journalistinnen sprach sie über die Frauen, die ihr Leben beeinflusst haben, und rief die Vertreterinnen ihres Geschlechts dazu auf, sich nicht zu verfeinden, sondern sich zu vereinen und gegenseitig zu unterstützen. 2017 war ein sehr produktives Jahr für Emma. Sie bekam die Hauptrolle in dem Fantasy-Musical Die Schöne und das Biest, einer Verfilmung des berühmten Disney-Märchens. Für die Dreharbeiten lehnte die Schauspielerin die Teilnahme an einem anderen Musical, La La Land, ab. Um sich auf die Rolle der Belle vorzubereiten, hat das Mädchen 3 Monate lang hart gearbeitet. Sie nahm Unterricht in Gesang, Tanz und Reiten. I'm very proud that I get to take away all the skills that I learned for this film and bring them to the rest of my career. Für ihre Hauptrolle in Die Schöne und das Biest gewann Emma Watson die ersten geschlechtsneutralen MTV Movie und TV Awards als beste Darstellerin oder Schauspielerin. Bei der Preisverleihung stimmte sie zu, dass die Nominierten wirklich nicht nach Geschlecht unterschieden werden sollten, denn Schauspielerei ist die Fähigkeit, das Leben einer anderen Person auszuprobieren. Und das muss nicht in 2 verschiedene Kategorien unterteilt werden. Der Film spielte an den weltweiten Kinokassen mehr als 1,2 Milliarden Dollar ein und war der zweitumsatzstärkste Film des Jahres 2017. Außerdem erhielt er jede Menge positive Kritiken. Richard Roeper von der Chicago Sun-Times war der Meinung, dass ihre Darstellung von Belles solidem Mut, Frechheit, Intelligenz und grimmiger Unabhängigkeit geprägt war. Vielleicht ist dies eine von Emmas besten Rollen der letzten Zeit. Was denken Sie? Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, welche anderen Filme der Schauspielerin neben der Potter-Saga Sie mögen und warum. Im selben Jahr kam der zweite Film mit Emmas Beteiligung in die Kinos. Es war The Circle unter der Regie von James Ponson. Die Handlung erzählte von der nahen Zukunft, in der es einen Konflikt zwischen den Interessen eines jeden Einzelnen und der Globalisierung gab. Das Mädchen spielte eine junge, talentierte Hochschulabsolventin May, die einen Job bei einem globalen Internetunternehmen bekam, das die Welt verändern wollte. Aber The Circle erfüllte nicht die Erwartung. Für ihre Mitwirkung in diesem Film erhielt Emma eine Nominierung für die Goldene Himbeere in der Kategorie der schlechtesten Schauspielerin des Jahres. Emma verarbeitete ihre Enttäuschung mit kurzfristigen Affären, die im Laufe des nächsten Jahres aufeinanderfolgten.
Sie hatte Beziehungen mit dem Schauspieler Kurt Overstreet, dem Geschäftsmann Brandon Wallace und später wurde Watson mit dem Schauspieler Cole Cook gesehen. In einem Interview mit Paris Lees sagte die Schauspielerin, dass sie in einer Beziehung mit sich selbst ist und gab zu, dass sie, nachdem sie lange an sich gearbeitet hatte, ganz gut allein sein konnte. Gleichzeitig hält Emma gleichgeschlechtliche Paare für eines der erfolgreichsten Beziehungsmodelle. Sie führte dies auf die Tatsache zurück, dass Partner in gleichgeschlechtlichen Beziehungen über gesündere Kommunikationsfähigkeiten verfügen, da sie sich nicht an Geschlechterrollen halten. Viele der gesündesten Beziehungen, die ich gesehen habe, waren zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren, weil sie sich zusammensetzen und sich einigen müssen. Sie einigen sich auf bestimmte Dinge, anstatt bestimmte Annahmen und Erwartungen zu akzeptieren. Im Jahr 2019 konnten die Zuschauer Emma in dem Film Little Women bewundern, der auf dem gleichnamigen Roman von Louisa May Alcott basiert. Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothy Chalamet und Meryl Streep waren ihre Kollegen am Set. Die Geschichte erzählt das Schicksal von vier Mädchen, die während des Bürgerkriegs versuchen, sich in der Welt der Männer zu verwirklichen. Emma war nicht sofort zu erkennen, weder im Aussehen noch in der Rolle. Aber ihr Spiel war lebendig und echt. In einem der Interviews sagte sie Folgendes über ihre Rolle. It's a really good literary device to explain that feminism, there's not one way to be a feminist, which right. we still seem to be struggling with, and right. I'm not totally sure why. Yeah. Es ist nicht verwunderlich, dass der Film sowohl von Filmkritikern als auch von normalen Zuschauern sehr geschätzt wurde. Darüber hinaus erhielt der Film 6 Oscar-Nominierungen, darunter in der Kategorie Bester Film. Die Einspielergebnisse beliefen sich auf 218 Millionen Dollar, was die Kosten für die Umsetzung deutlich wieder einspielte. Forbes schrieb, Watson hat die vielleicht anspruchsvollste und am wenigsten publikumsfreundliche Rolle als die sprichwörtliche Hetero-Frau der Schwestern, die in die Defensive gedrängt wird, als sich ihre Träume als die konventionellsten von allen herausstellen. Emma sagte, dass sie sich bei der Auswahl eines Films auf ihre eigene Intuition, Informationen darüber, wer Regie führen würde und eine einzige Zeile aus dem Drehbuch verließ. Normalerweise gibt es eine Zeile, die ich lese und ich denke, okay, diese Zeile muss ich unbedingt sagen. Ich muss diese Geschichte erzählen. Da macht es sofort Klick und wenn es diese Zeile nicht gibt, selbst wenn die Geschichte großartig ist, bin ich immer ein bisschen müde. Im Jahr 2020 wird Emma in den Vorstand von The Caring Company berufen, zu der die Modemarken Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga und Alexander McQueen gehören. Ihre Aufgabe ist die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung. Unter anderem achtet die Schauspielerin sehr auf ihre eigene Garderobe. Sie hat sogar einen eigenen Instagram-Account eingerichtet, auf dem sie Fotos von den Dreharbeiten und vom Ausgehen postet. Sie signiert jedes Foto und gibt an, aus welchen Materialien die Dinge hergestellt wurden. Emma ist seit 2019 in einer Beziehung mit dem amerikanischen Geschäftsmann Leo Robinson. Letztes Jahr gab es Gerüchte, dass die Schauspielerin das Filmgeschäft wegen ihrer Verlobung verlassen würde, aber das wurde später von ihrem Manager dementiert. Vielleicht lag das daran, dass Emma zuvor erklärt hatte, dass ihr Leben weniger rote Teppiche und mehr Konferenzen sein würde. Die Schauspielerin selbst gab zu, dass die Arbeitspause mit der Pandemie zusammenhängt und die Gerüchte nur Clickbait waren. Die Arbeit mit Grint und Radcliffe an dem HBO Max Reunion Special Harry Potter 20 Years Later – Rückkehr nach Hogwarts bestätigte dies. Wie auch immer, die kleine Emma Watson hat es geschafft, nach Hermine Granger zu leben. Und was ist mit Ron? Oh, ich meine Rupert. Die Schauspielkarriere von Rupert Grint war die am wenigsten erfolgreiche des jungen Zaubertrios. Schon während der Dreharbeiten zu Harry Potter im Alter von 13 Jahren spielte der Schauspieler ein rothaariges Wunderkind in der Familienkomödie Thunderpants. Im Jahr 2006 konnten die Zuschauer Grint in Driving Lessons mit Vollgas ins Leben sehen, wo er im Duett mit seiner Potter-Mutter Julie Walters spielte. Darin war Rupert ein schüchterner Teenager, der sich mit einer älteren, exzentrischen Schauspielerin anfreundet. Da der Schauspieler minderjährig war und nicht Auto fahren konnte, wurden die Szenen, in denen er hinter dem Steuer saß, in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich gedreht, weit weg von der Polizei. Im Rückblick auf den Film sagte der Schauspieler, dass die Teilnahme an diesem Film die erste erwachsene Sache war, die ich jemals wirklich getan habe. Kurzzeitig gelang es dem Schauspieler, in einem von der BBC produzierten Familiendrama namens Children's Party in the Palace mitzuspielen. Nach dem Erfolg der berühmten Serie verließ Rupert die Schule und vertiefte sich in die Schauspielerei. Später gab er zu, dass die Schule ihn nie wirklich interessierte. Zu dieser Zeit waren der dritte und vierte Teil von Harry Potter bereits erschienen. Im selben Jahr wurde Rupert auf Platz 16 der World's Top 20 Best Actors Under 25 gewählt. Was sein Privatleben betrifft, so gab es schon immer viele Gerüchte um die Beziehung des jungen Zauberers. Rupert hat alle seine Mädchen erfolgreich geheim gehalten. Es gab sogar die Vermutung, dass Rupert eine Affäre mit Watson hatte, aber beide dementierten diese Aussage und Grint erklärte, Emma sei wie eine Schwester für ihn. I love you. As a friend.
In einem seiner Interviews sagte er, er stehe nicht auf Schönheiten. Er bevorzuge ungewöhnliche Mädchen mit einem großen Sinn für Humor. In diesem Zeitraum fallen auch die ersten Versuche des jungen Zauberers, eine ernsthafte Beziehung einzugehen. Von 2004 bis 2008 war er mit der Schauspielerin Katie Lewis zusammen, mit der ihn die gemeinsame Leidenschaft für Musik verband. Nachdem er sich von Katie getrennt hatte, wurde sie durch die britische Sängerin Lily Allen ersetzt. Die beiden lernten sich bei der Premiere des 5. Teils von Harry Potter kennen und versuchten lange Zeit, ihre Romanze nicht bekannt zu geben. Bemerkenswert ist, dass Rupert mit beiden Mädchen eine Beziehung begann, nachdem sie in ihrem Leben schwerwiegende Veränderungen durchgemacht hatten. Katie zum Beispiel hatte zu dem Zeitpunkt, als sie sich kennenlernten, mit den Drogen aufgehört und Lily hatte ihr Kind verloren und machte gerade eine schwere Trennung durch. In beiden Fällen versuchte der Mann, eine Stütze für die Mädchen und ein Ritter in weißer Rüstung zu werden. Aber am Ende hat es nicht geklappt. Auch die künftigen Rollen haben sich nicht bewährt. Cherry Bomb erschien 2009, zeigte einen professionell gereiften Schauspieler, der versuchte, sich von der zwanghaften Rolle des braven rothaarigen Jungen zu befreien. Hier spielte Rupert einen Teenager, der mit Drogen, Sex und Gewalt experimentiert und gleichzeitig versucht, das Herz eines Mädchens zu gewinnen. Der Film scheiterte bei den Berliner Filmfestspielen kläglich und hätte gar nicht erst in die Kinos kommen dürfen. Aber dank der großen Fangemeinde, die den Film unterstützte und sogar eine Petition schrieb, konnten die Zuschauer ihn sehen. Bei den Kritikern stieß der Film auf ein gemischtes Echo, da es viele Szenen mit dem Konsum von Marihuana, Autodiebstählen und anderen illegalen Aktivitäten gab, die von der Öffentlichkeit scharf verurteilt wurden. Aber Grint war trotzdem zufrieden mit dem Film. Ich mochte das Drehbuch, weil es sehr irgendwie rasant war. Es war einfach, es war auch ganz anders als Harry Potter, glaube ich wirklich. 2010 bekam er eine der Hauptrollen in der schwarzen Komödie Wild Target, sein schärfstes Ziel, unter der Regie von Jonathan Lynn, in der Bill Nighy und Emily Blunt seine Leinwandpartner waren. In der Rolle eines obdachlosen jungen Mannes, der, wie es das Schicksal will, in eine Beziehung zwischen einem Auftragskiller und einem Hochstapler verwickelt wird, war Grint eindeutig am richtigen Platz. Wenn Sie das nicht glauben, dann sehen Sie sich den Film an. Doch der Film wurde eher verhalten aufgenommen. In den Kritiken erhielt er eine durchschnittliche Bewertung von 4 von 10 Punkten. Time Out London gibt ihm nur 2 von 5 Sternen und sagt, dass er sich anfühlt, als sei nichts durchdacht worden. Das Urteil von Empire Online fällt ebenso negativ aus. Dort heißt es, dass die talentierten Darsteller diese enttäuschende Farce mit wenig Action und müden Gags vor dem Absturz bewahren. Parallel dazu war der Schauspieler mit Kimberly Nixon zu sehen, seiner Partnerin in Cherry Bomb. Eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, die am Set begann, wurde schnell zum echten Leben. Aber genauso schnell verflog sie wieder. Dann lernte er die Theaterschauspielerin Georgia Groom kennen, mit der Grint sein Leben für viele Jahre verbinden sollte. Nach 7 Jahren wurde das Paar mit Eheringen an den Fingern gesehen. 10 Jahre später verriet der Schauspieler in einem Kommentar zu seiner Beziehung ein Geheimnis. Es ist eine ganz natürliche Sache. Wir sind einfach beste Freunde. Wir sind irgendwie die gleiche Person. Wir denken auf die gleiche Weise. Deshalb hat es immer funktioniert. Deshalb hat es auch gehalten. Es ist schwer, genau zu sagen, was es ist, aber es funktioniert und ist großartig. Außerdem ist Grint eng mit seinen Potter-Antagonisten befreundet. Tom Felton, der Draco Malfoy spielte. Die beiden sind so gut befreundet, dass sie einmal die gleichen T-Shirts mit fast der gleichen Aufschrift trugen. Auf dem T-Shirt von Grint stand "Ich liebe Tom Felton" und die Botschaft auf Feltons T-Shirt lautete "Ich liebe Ron Weasley". 2011 hatte er einen Gastauftritt in der beliebten BBC-Comedy-Show Come Fly With Me und spielte die Hauptrolle im Musikvideo zu Lego House, einem Song seines engen Freundes, des Musikers Ed Sheeran. Ed Sheeran's kind of just becoming a thing. And I played a kind of obsessed fan that wanted to be Ed. Darüber hinaus hatte Rupert die Gelegenheit, sich in einer neuen Rolle auszuprobieren, als Model. Zusammen mit Tom Felton wurde er das Gesicht der in Los Angeles ansässigen Modemarke Band of Outsiders und posierte für deren Herbstkollektion. Die Fotos wurden im Vintage-Stil auf einem Polaroid vor der Kulisse der Straßen von Los Angeles aufgenommen. 2012 war ein sehr ereignisreiches Jahr für den jungen Schauspieler. Ruperts Filmografie wurde mit dem historischen Militärdrama Into the White ergänzt, in dem er den Kanonier Robert Smith spielte. Regie führte Patter Ness. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und erzählt von der Schwierigkeit, sich zwischen Glauben und Überleben zu entscheiden, sowie von den Beerdigungen, unter deren ehemalige Feinde zu Verbündeten werden. Nach diesem Film kann man von der Reife von Rupert als Schauspieler und einer seriösen Rollenwahl sprechen. Neben den Dreharbeiten zu einem Film versuchte sich Grint auch in neuen Rollen. So trat er mit Julie Walters und Stephen Fry in dem Werbespot Visit England auf, spielte die Hauptrolle in dem Biopic über Dennis Wilson mit dem Titel The Drummer und war der Synchronsprecher des Films We Are Aliens. Grint hatte auch das Glück, die olympische Flamme in London zu tragen. 2013 kam der Thriller Lang lebe Charlie Countryman in die Kinos, in dem Grint mit Shia LaBeouf, Evan Rachel Wood, Mads Mikkelsen und Til Schweiger vor der Kamera stand.
Außerdem spielte er im selben Jahr in der Serie Superclyde mit. Er begann auch, sich aktiv am Theater zu beteiligen und gab sein Bühnendebüt in Jess Butterworths Komödie Mojo, die ein großer Erfolg war und dem Schauspieler den What's on Stage Award für den besten Londoner Newcomer einbrachte. Grint versuchte sich auch als Sprecher in Zeichentrickfilmen. In Postbote Pat erkennt man die Stimme von Rupert an einem Helden namens Josh. Im Jahr 2015 trat der Schauspieler in der Actionkomödie Moonwalkers auf, in der Ron Perlman und Robert Sheehan seine Partner waren. Übrigens ist Grint für seine Schwäche für die Fans bekannt. Er versucht so sehr, sich mit ihnen anzufreunden, dass er manchmal in komische Situationen gerät. Ich traf diese Drag Queen und ging mit allen ihren Drag Queen-Freunden in ihre kleine Wohnung, weil ich nicht Nein sagen konnte. Sie verkleideten mich und wir gingen um 4 Uhr morgens Bagels holen. Ich trug Stöckelschuhe und eine Federboa. Es war wirklich seltsam. 2016 war kein sehr erfolgreiches Jahr für Rupert. Nachdem er beim Vorsprechen für Eddie the Eagle durchgefallen war, wurde der Schauspieler depressiv. Es gab Gerüchte, dass er daraufhin begann, Alkohol und sogar Drogen zu missbrauchen. In der Öffentlichkeit zeigte er sich nicht von seiner besten Seite. Ungepflegt, mit Schatten unter den Augen, in schmutziger Kleidung und ungewaschenen Haaren. Die Paparazzi erwischten ihn oft, wenn er ziemlich betrunken war. Seit 2017 hat sich Rupert Grint auf Fernsehserien konzentriert. So spielte er die Rolle des modernen Gangsters Charlie Cavendish Scott in der britischen Krimiserie Snatch. Darin versuchte sich der Schauspieler erstmals auch als Produzent. Gleaming Bust. Albert Hill, by Uncle Dean and his clan of gypsy artisans. What on earth are you talking about? Im selben Jahr erhielt er die Hauptrolle in der Fernsehserie Sick Note, in der er den vom Pech verfolgten Verlierer Daniel Glass darstellte. Parallel dazu wirkte der Schauspieler in der Comedy-Miniserie Urban Myths mit, die auf Geschichten basiert, die einigen berühmten Personen widerfahren sind oder widerfahren könnten. Im nächsten Jahr hatte Rupert ein neues, untypisches Image. In der Serie The ABC Murders, die auf einem Roman von Agatha Christie basierte, sah man ihn in einem klassischen dreiteiligen Anzug mit Schnurrbart und zurückgekämmtem Haar. Dort spielte Rupert den Inspektor Chrome und erhielt für diese Rolle eine Gage von 28 Millionen Dollar. Und 2019 spielte Grint die Hauptrolle in der mystischen Serie Servant. Die Serie wurde sehr populär und die Staffeln 3 und 4 sollen bald veröffentlicht werden. Im Jahr 2021 gab Rupert Grint bekannt, dass er sich zur Ruhe setzen will. Die Geburt seiner Tochter im Jahr 2020 überzeugte ihn schließlich von seiner Entscheidung. Als er Vater wurde, wurde ihm bewusst, wie viel er in seiner Kindheit verloren hatte. Vater zu werden hat diese Gefühle noch verstärkt. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe es, an Servant zu arbeiten und fühle mich in einer TV-Umgebung extrem wohl. Aber Potter ist in einem so jungen Alter passiert und ich fand es schwer, mit dem Ruhm umzugehen. Wenn ich Dan oder Emma jemals wiedersehe, ist Ruhm das Einzige, worüber wir nie sprechen. Anstatt zu Schauspielern möchte er etwas Handwerkliches machen. Schreiner oder Keramiker. Und der Schauspieler wird bestimmt nicht ohne Geld dastehen. Er hat seine eigene Firma, Clayton Limited, die Investitionen und Einnahmen aus Fernsehen und Kino verwaltet. Außerdem gab Grint zu, dass es ihm sehr an Privatsphäre mangele. Seine Rettung war die Quarantäne, die es ihm erlaubte, draußen eine Maske zu tragen. Vor der Quarantäne war ich immer bei B&Q, um mir ein neues Werkzeug zu kaufen. Und ich habe gerade meine eigene Miniaturtöpferstraße in Betrieb genommen. Wenn Wednesday ein Nickerchen macht, werfe ich Ton auf meine Drehscheibe und stelle kleine Krüge und Schalen her. Übrigens, ein interessanter Fakt ist, Rupert hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, weil er in kurzer Zeit 1 Million Abonnenten auf Instagram gewonnen hat. Und das alles dank der Tatsache, dass er sich erst im Jahr 2020 auf dem Netzwerk angemeldet hat und das erste und dann auch das zweite Foto die Bilder seiner kleinen Tochter waren. Aber zur Enttäuschung seiner Fans ist Grint auf seinem Profil nicht sehr aktiv. "Turns out I suck at Instagram", schrieb er unter das zweite Foto. "Just 'cause I just, ultimately I think it just doesn't go with my personality. No. I'm quite a shy person and the thought of kind of sharing my life. Yeah. Just didn't seem that it would really..." Yeah. Im Moment ist der Schauspieler ganz in die Vaterschaft vertieft und das macht ihm Freude. "Ich fühle mich sehr wohl dabei, Vater zu sein. Ich bin immer noch dabei, mich damit abzufinden, was es bedeutet, Vater zu sein, aber ich liebe es. Ich genieße es absolut." Und in einem anderen Interview fügte der Schauspieler hinzu: "Es ist erstaunlich, wie es alles in Beschlag nimmt." Kommen wir nun zu unserer letzten und wichtigsten Figur. Was mit Daniel Radcliffe geschah, ist das, wovor sich die Schauspieler beliebter Serien so fürchten. Für viele Zuschauer blieb er Harry Potter. Schon während der Dreharbeiten zum Film hat er versucht, allen zu beweisen, dass er nicht nur ein Junge, der überlebt hat, sein kann. Um sich als vielseitiger Schauspieler zu beweisen, wählte er schon als Teenager sehr ungewöhnliche Projekte. Parallel zu den Dreharbeiten zu den Harry Potter-Filmen gab Daniel Radcliffe 2002 sein Debüt als prominenter Gast in einer West End-Produktion von The Play What I Wrote unter der Regie von Kenneth Branagh.
der auch in Harry Potter und die Kammer des Schreckens mitspielte. Im Jahr 2007 spielte Radcliffe zusammen mit Carey Mulligan die Hauptrolle in My Boy Jack, einem Fernsehdrama, das auf ITV ausgestrahlt wurde. Mehrere Kritiker lobten Radcliffes Darstellung eines 18-Jährigen, der während einer Schlacht vermisst wird. Radcliffe erklärte: "Für viele Menschen in meinem Alter ist der Erste Weltkrieg nur ein Thema in einem Geschichtsbuch. Aber mich hat das Thema schon immer fasziniert und ich denke, es ist heute so aktuell wie eh und je." Ein Jahr später beschloss Dan, sich in einer anderen Richtung zu versuchen. Der Schauspieler veröffentlichte seine eigenen Gedichte unter dem Pseudonym Jacob Gershon, eine Kombination aus seinem zweiten Vornamen und der hebräischen Version des Mädchennamens seiner Mutter, Gresham, in der Underground-Zeitschrift Rubbish. Jahre später gab der Schauspieler zu, dass er seine eigenen Werke nicht mochte und bezeichnete sie als schrecklich. Dan ist jedoch allgemein für seine Selbstkritik bekannt. Der Schauspieler sieht sich nicht gerne Filme an, in denen er mitspielt, weil er immer mit irgendetwas an seiner Leistung oder seinem Aussehen unzufrieden ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass die sehr aufsehenerregende Leistung des 17-jährigen Schauspielers in einer West End-Neuinszenierung von Peter Schaeffers Stück Écus am Gielgud Theater eine Demonstration seiner entschlossenen Bereitschaft für ernsthafte und erwachsenere Rollen war. Der Schauspieler übernahm die Hauptrolle des Pferdepflegers Alan Strang. In einer der Szenen trat Dan völlig nackt vor das Publikum. Als Fotos von der Aufführung an die Presse gelangten, sprachen sich viele Eltern dafür aus, Radcliffe von der Aufführung auszuschließen. Das Hauptargument war, dass er in dem beliebtesten Kinderfilm mitspielte und ein solch obszönes Verhalten das Publikum verdarb. Die Reaktionen der Kritiker auf die Produktion waren jedoch positiv. Aufgrund von Radcliffes starker schauspielerischer Leistung wurde das Spektakel für einen Drama Desk Award nominiert. Mit dem Ende der Dreharbeiten zu Harry Potter begann Daniels vielfältiges Angebot an Projekten stetig zu wachsen. Nachdem er eine Figur in der Simpsons-Episode Blut und Spiele eingesprochen hatte, debütierte Radcliffe 2011 als J. Pierpont Finch in der Broadway-Wiederaufnahme von How to Succeed in Business Without Really Trying am L. Hirschfeld Theater. A noble tie that binds all human hearts and minds into one brotherhood of man. Radcliffes Leistung in der Show brachte ihm Nominierungen für den Drama Desk Award, den Drama League Award und den Outer Critics Circle Award ein. 2012 spielte Daniel Radcliffe in dem Horrorfilm Die Frau in Schwarz nach dem Roman von Susan Hill aus dem Jahr 1983. Damals war er unglaublich aufgeregt, an diesem Film mitzuwirken und bezeichnete das Drehbuch als wunderschön geschrieben. 2013 war ein besonders arbeitsreiches Jahr für den Schauspieler. Zum ersten Mal trat er als amerikanischer Beat-Poet Allen Ginsberg in dem Thriller-Drama Kill Your Darlings unter der Regie von John Crokidas auf. Im selben Jahr spielte er in der romantischen Filmkomödie The F-Word, die auf dem Theaterstück Toothpaste and Cigars von T.J. Dawe und Michael Rinaldi basiert. Und dann spielte er in einem düsteren Fantasy-Horrorfilm unter der Regie von Alexandre Aja Horns. Beide Filme wurden auf dem 38. Internationalen Filmfestival von Toronto gezeigt. Gleichzeitig wurde Daniel nicht müde, auf der Theaterbühne aufzutreten. Radcliffe spielte im Noel Coward Theater in der Wiederaufnahme von Martin McDonaghs düsterer Komödie The Cripple of Einishman die Hauptrolle des Billy Clavin. Für diese Rolle wurde er mit dem What's on Stage Award für den besten Schauspieler in einem Theaterstück ausgezeichnet. Zu dieser Zeit hatte Daniel übrigens endgültig mit dem Trinken abgeschlossen. Die Unterstützung von Verwandten und Freunden half ihm dabei ebenso wie der Sport. "Irgendwann war ich es leid, jeden Morgen 20 Nachrichten zu erhalten. Wo bist du, Junge? Geht es dir gut? Ich beschloss, mit dem Trinken aufzuhören und das war sehr schwer für mich. Ich brach ständig zusammen. Aber als ich eines Tages einen 5-stündigen Spaziergang machte, wurde mir klar, dass ich keinen Alkohol trinken wollte, während ich Sport trieb. Nachdem ich das begriffen hatte, begann ich jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen und hart zu trainieren." 2015 spielte Daniel die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Horrorfilm Victor Frankenstein unter der Regie von Paul McGuigan. Außerdem spielte er die Hauptrolle in dem biografischen Drama The Game Changers als Sam Hauser, einem der Gründer von Rockstar Games. Der Film erzählte die Geschichte der Kontroverse, die durch die erfolgreiche Grand Theft Auto-Videospielreihe ausgelöst wurde, als verschiedene Versuche unternommen wurden, die Produktion der Spiele zu stoppen. Was Dans persönliche Beziehung zu Videospielen betrifft, so gab er einmal zu, dass er sich durch Minecraft alt fühlt. "Ich habe mit meinem Patenkind gespielt oder versucht zu spielen und er hat es mir erklärt und ich habe all diese altmodischen Sachen gesagt wie: Ich verstehe es nicht. Wie kann das ein Spiel sein? Wann ist es zu Ende?" Dan ist nicht in den sozialen Medien. Er sagt, dass er einfach froh ist, ohne sie zu leben, weil er sich völlig frei fühlt. Er liest nie, was über ihn geschrieben wird. Obwohl seine Freundin Twitter hat und er mit einem Auge sehen kann, was dort passiert, zum Beispiel Videos mit Hunden oder coole Zaubertricks. Im November 2015 erhielt Daniel Radcliffe einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. "If you get to work in this job, you are, by sheer virtue of statistics, one of the luckiest people on earth. And so none of us should
who are lucky enough to do this should ever forget that. And I promise you that I won't. I will never stop feeling lucky to be here and be a part of this. Daniel spielte 2016 die Hauptrolle in dem Action-Abenteuerfilm Die Unfassbaren 2 an der Seite von Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg und Woody Harrelson. Der Film war eine Fortsetzung des äußerst erfolgreichen ersten Films über Illusionistendiebe. Im selben Jahr spielte Radcliffe in dem Indie-Film Swiss Army Man mit Paul Dano die Rolle des Manny, einer redseligen Leiche. Ein merkwürdiger Film brauchte eine ungewöhnliche Werbung und Dano meisterte diese Aufgabe perfekt. Während der Werbetour tourte Radcliffe mit einer Schaufensterpuppe von sich selbst durch New York und Los Angeles. Der Schauspieler spielte auch die Hauptrolle in dem von der Kritik hochgelobten Independent-Film Imperium mit Toni Collette und Tracy Letts. Die Figur von Radcliffe, ein FBI-Agent, infiltriert eine Bande von Neonazis. Viele Kritiker bezeichneten diese Rolle als das ernsthafteste Projekt in der Erwachsenenkarriere von Radcliffe. Zwischen den Filmen spielte er am Public Theater in einem dokumentarischen Theaterstück mit dem Titel Privacy mit. Neben der Tatsache, dass Radcliffe singt, rappt er auch ziemlich gut. In der Jimmy Fallon Show trug der Schauspieler einmal den Song Alphabet Aerobics vor, was einen Beifallssturm des Publikums auslöste. Casually create catastrophes, casualties, canceling cats got their canopies collapsing. Detonate a dime a dank, daily do and do. Demonstrations, Don Dada on the download. 2017 spielte der Schauspieler die Rolle des Jossie Ginsberg in dem Thriller Jungle, der auf den gleichnamigen Memoiren des Weltbestsellers von Jossie Ginsberg basiert. Ebenfalls 2017 spielte Daniel einen drogenschmuggelnden Piloten in dem Independent-Action-Thriller Beast of Burden und kehrte in dem Comedy-Stück The Lifespan of Effect am Studio 54 Theater an den Broadway zurück. Seit 2019 erscheint die limitierte Serie Miracle Workers, die auf dem Buch von Simon Rich basiert. Jede Staffel erzählt eine andere Geschichte, aber die Schauspieler bleiben dieselben. So versuchte Dan in der Rolle eines Angestellten des himmlischen Büros, eines feigen Erben, eines tyrannischen Königs und eines Priesters. She'll be driving six white horses when she comes. She'll be driving six white horses when she comes. She'll be driving six white horses. She'll be driving six white horses. She'll be driving six white horses when she comes. Im darauffolgenden Jahr spielte er in der Actionkomödie Ganz Akimbo unter der Regie von Jason Le Howden und in den Hauptrollen Samara Weaving und Natasha Leo Bordizzo. Ebenfalls 2020 spielte er in dem Thriller Escape from Pretoria mit, der auf dem realen Gefängnisausbruch dreier junger politischer Gefangener aus dem südafrikanischen Gefängnis im Jahr 1979 basiert. Ach ja, im selben Jahr spielte Dan auch die Rolle des Prinzen Frederick in dem Netflix-Special Unbreakable Kimmy Schmidt gegenüber Ellie Kemper. Filme verschiedener Genres und nicht wiederkehrende Rollen ließen das Bild von Harry natürlich hinter sich, obwohl Dan immer noch sehr eng mit ihm verbunden ist. Heute ist Radcliffe ein hervorragender britischer Schauspieler, der immer wieder etwas Neues ausprobiert und neue Höhen erobert. Radcliffe lebt im Londoner Stadtteil Fulham und im West Village im New Yorker Stadtbezirk Manhattan. Seit 2012 ist er mit der amerikanischen Schauspielerin Erin Dark liiert, die er am Set von Kill Your Darlings kennengelernt hatte. Der Reichtum des Schauspielers wächst nicht mehr so schnell wie während der Dreharbeiten zu Harry Potter, aber stetig. Die Sunday Times Rich List von 2020 schätzt Radcliffes Nettovermögen auf 94 Millionen Pfund. Der Schauspieler strebt jedoch nicht nach Reichtum und engagiert sich aktiv in der Wohltätigkeitsarbeit. Radcliffe hat sich für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen eingesetzt. Für die VIP-Kids-Reihe von Habitat entwarf er das Q-Bed, ein Würfel, der sich in ein Bett oder einen Stuhl verwandeln lässt. Wobei alle Einnahmen aus dem Verkauf des Bettes direkt an seine Lieblingswohltätigkeitsorganisation, das Demelzer House Children's Hospice in Sittingbourne, Kent gehen. Er hat auch Spenden zur Unterstützung von Get Connected UK getätigt, einer in London ansässigen, kostenlosen, vertraulichen, nationalen Beratungsstelle für Jugendliche in Schwierigkeiten. Einmal verkaufte er eine Locke seines Haares bei einer Wohltätigkeitsauktion für 751 Pfund. Von Zeit zu Zeit ermutigt Dan andere, ihm zu Neujahr und zu seinem Geburtstag keine Geschenke zu machen, sondern an Stiftungen zu spenden. Daniel spricht offen über seine politischen und sozialen Ansichten sowie über seine Favoriten bei den Wahlen. Er ist Anhänger der Arbeitspartei, obwohl er früher die Liberaldemokraten unterstützt hat. Dan unterstützt das Konzept der Abschaffung der britischen Monarchie und ihre Ersetzung durch eine Republik. Er unterstützt auch den britischen Unionismus und war 2014 gegen das schottische Unabhängigkeitsreferendum, weil er persönlich das Vereinigte Königreich so mag, wie es ist. Radcliffe ist nicht mit der Religion seiner Eltern aufgewachsen, sondern als Jude und Ire. Es gab nie einen religiösen Glauben in unserem Haus. Ich betrachte mich selbst als jüdisch und irisch, obwohl ich Engländer bin. 2019 nahm er an der BBC-Serie Who Do You Think You Are teil und war sehr emotional, als er den von seinem jüdischen Urgroßvater hinterlassenen Abschiedsbrief vorlas. And we have been blessed with two darling girls, but I can't take worry, as you know. But I can't take worry, as you know, my love.
Die Serie erzählte, wie Samuel Gershon jahrelang ein familieneigenes Juweliergeschäft in London aufbaute und nach einem Raubüberfall alles verlor. Gershon versuchte, einen Versicherungsanspruch geltend zu machen, aber die Polizeibeamten, die vom antisemitischen Klima der damaligen Zeit beeinflusst waren, behaupteten, die Familie habe den Raubüberfall vorgetäuscht. Angesichts des Bankrotts und des Gefühls, seine Familie im Stich gelassen zu haben, nahm sich Gershon das Leben. Radcliffe setzt sich für die LGBTQ-Gemeinschaft ein. Er spricht sich gegen Homophobie aus und begann 2009 mit dem Drehen von Werbespots für das Trevor Project, um das Bewusstsein für die Selbstmordprävention bei schwulen Jugendlichen zu schärfen. Er erfuhr zum ersten Mal von der Organisation, als er 2008 EQ am Broadway aufführte und hat sie finanziell unterstützt. Ich habe immer jeden gehasst, der nicht tolerant gegenüber Schwulen, Lesben oder Bisexuellen ist. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass ich tatsächlich helfen oder etwas dagegen tun kann. Vielleicht war das der Grund für seine sofortige Verurteilung der Aussagen von J.K. Rowling im Jahr 2020. Radcliffe verfasste einen von The Trevor Project veröffentlichten Essay, in dem er sich für die Transgender-Gemeinschaft aussprach und beklagte, dass Rowlings Äußerungen die Verehrung der Fans für die Harry-Potter-Bücher beschädigt hätten. Am 1. Januar 2022 wurde der Film Harry Potter 20th Anniversary – Rückkehr nach Hogwarts in Anwesenheit zahlreicher Darsteller, darunter die Produzenten und Regisseure aller Filme, vorgestellt. Daniel freute sich, alle zu sehen, die er seit 10 Jahren nicht mehr gesehen und mit denen er seit dem Ende der Dreharbeiten zum letzten Teil der Saga nicht mehr gesprochen hatte. Er sagte: Jeder Teil meines Lebens ist mit Potter verbunden und man hat noch mehr gesehen, wie viel es den Leuten bedeutet und was für ein Teil ihres Lebens es ist. Es bedeutet mir jetzt noch mehr und ich weiß zu schätzen, wie besonders das ist. Daniel ist nach wie vor mit Emma und Rupert befreundet und auch mit Tom Felton und Gary Oldman steht er oft in Kontakt. Yes, absolutely. We're all kind of all over the place. We don't see each other much. But yeah, I'm still like in contact with all of them and it's like we were all, you know, obviously text Rupert last year when he had his baby. Außerdem ist er seit langem mit dem britischen Schriftsteller und Schauspieler Stephen Fry befreundet, der die Hörbuchversion der Potter-Bücher eingesprochen hat und 2011 bei der Verleihung des BAFTA-Preises an die Potter-Schöpfer dabei war. Im Gegenzug nahm Daniel an dem intellektuellen Comedy-Spiel QI teil, bei dem Stephen der Gastgeber war. Danach soll Daniel in der Action-Abenteuerkomödie The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt neben Sandra Bullock und Channing Tatum auftreten. We were scared. There was dehydration, IVs, jellyfish, boat-to-boat transfers, you know, no porta-potties in a jungle. Und das Internet hat bereits ein Bild von den Dreharbeiten für das neue erstaunliche Image des Schauspielers verbreitet. Er wird den Musiker Weird Al Yankovic in Weird – The Al Yankovic Story spielen, einem biografischen Film, der für den Roku-Channel produziert wird. Ende des Jahres plant Daniel Charlie Kringas in einer Off-Broadway-Neuauflage von Stephen Sondheims Musical Merrily We Roll Along zu spielen. Wie Sie sehen können, hat sich das Leben eines jeden des berühmten Trios unterschiedlich entwickelt. Alle berühmten Zauberer, Emma, Rupert und Daniel, versuchen zu beweisen, dass sie viel mehr sind als die Leinwandhelden, die das Publikum liebt. Antwort auf die Frage: Gibt es ein Leben nach Harry Potter? Wie dieses Video zeigt, ja. Wir hoffen, dass unsere heutigen Helden ihr Glück finden und wir ihre ungewöhnlichen Rollen, inspirierenden Projekte und neuen Erfolge beobachten können. Und wir werden die magische Welt, die sie uns geschenkt haben, nie vergessen. Auch nach 20 Jahren begeistern und inspirieren uns die Harry-Potter-Filme noch immer und die Special Effects wirken wie aus einer anderen Zeit. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, können Sie sehen, wie die magische Welt von Harry Potter entstanden ist. Welche lustigen Situationen sind am Set passiert? Was inspirierte die Art Directors bei der Gestaltung der Filmkulissen? Folgen Sie dem Link und finden Sie alles heraus. Danke, dass Sie sich dieses Video bis zum Ende angesehen haben. Es wäre toll, wenn Sie es mit einem Like unterstützen. Das war wie immer der Biographer für heute. Und nun verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal.